Die aktuelle Lage ist relativ eng im Abstiegskampf. Wir führen jetzt mit 3 Punkten vor den 2 direkten Abstiegskonkurrenten. Und jetzt geht es halt darum, dass wir nicht absteigen, geht mit Heimfeld und Rissenspiel wieder um den Abstieg in die Regionalliga wieder. Wir haben extrem viel individuelle Qualität auch im Kader und sind auf jeden Position ganz gut besetzt und können, wenn wir zusammenspielen und einfach weiterhin Tore schießen, jeden schlagen. Ja, wir spielen gegen DHC Hannover, auch Aufsteiger, richtig griffige Truppe, richtig fitte Truppe, richtig guter Spirit. Die hatten auch in der Saison so ein bisschen Ergebnisglück, dass sie sich aber hart erarbeitet haben. Von daher sind die, glaube ich, circa 8 Punkte vor uns. Das Hinspiel war sehr knapp, sehr eng. Das Gleiche erwarte ich hier auch, ein sehr enger Fight, eine Mannschaft, die in der Manndeckung voll drauf geht. Eigentlich das, was uns liegt, und dann müssen wir mal gucken, wer wem den Schneid auch kauft. Klassenerhalt würde für uns total viel bedeuten. Das ist extrem wichtig. Wir haben hier einen langfristigen Plan, in dem sind wir voll drin. Der sieht dieses Jahr auch den Klassenerhalt vor, ganz fest installiert. Wir möchten uns gerne nächstes Jahr in der 2. Liga etablieren. Das geht nur, wenn wir jetzt die Klasse halten, und deswegen steht für uns einiges auf dem Spiel, aber wir haben auf jeden Fall die Qualität, das zu schaffen, und müssen es jetzt in den letzten 3 Spielen auch abrufen.